Haha, ihr seht richtig. Mein Spiel ist jetzt nach fast 2 Monaten endlich fertig und bereit zum Download. Ihr könnt es euch holen, es ist kostenlos. Ich packe eine Version für Windows und eine für Linux und eine für Dingensens, das andere, in die Beschreibung. Mal sehen, vielleicht mache ich auch eine Mobile-Version. Im Moment funktioniert es nur auf dem Computer, das will ich mal schon mal dazu sagen. Aber es hat eine ungefähre Spielzeit von, ich würde mal sagen, keine Ahnung, 2,5 Stunden. Und der offizielle Titel des Spiels ist Das verlorene Internet. Denn es geht um das verlorene Internet. Ja, ihr könnt das Spiel, macht mit dem Spiel, was ihr wollt. Also wenn ihr das Spiel habt auf eurem Computer, ihr könnt es Let's Playen, ihr könnt meinetwegen auch eine Review von meinem schlechten Spiel machen. Also ich würde jetzt wirklich nicht behaupten, dass es sonderlich gut ist. Aber es ist okay. Also ich finde mein Spiel okay, ich finde es gut. Spielt es, Let's Plays es, macht eine Spiele-Review. Ich will diese 2 Monate nicht umsonst an diesem Spiel gearbeitet haben. Bitte schenkt mir ein bisschen Aufmerksamkeit dafür. Egal, spielt mein Spiel. Tschüss. Und was ich vielleicht dazu sagen sollte, wenn ihr es runtergeladen habt, bekommt ihr eine ZIP-Datei. Die ZIP-Datei müsst ihr erst entpacken, bevor ihr die EXE-Datei starten könnt, um das Spiel zu spielen. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben, weil ich wette, einige von euch hätten das nicht alleine hinbekommen. Warum bin ich nicht freundlich zu meinen Fans? Naja.